wissen, wie man Bremsbeläge einfährt, dann zeige ich euch das jetzt mal. Der Tipp kommt von Christian Lang und ich habe das ausprobiert. Das funktioniert tadellos. Wir fahren jetzt am Donnerstag nach Belgien, Frankreich und ich baue neue Bremsbeläge ein. Und die sollten natürlich schon so ein bisschen funktionieren, wenn der erste Dreh kommt. Und von daher funktioniert das wahrscheinlich ganz gut, was ich jetzt mache. So, das sind die Galfa-Bremsbeläge, die ich fahre, die Pro. Fährt hier nochmal die Packung, habe ich schon abgeschnitten, ausgepackt für MT5. Und ja, ich fahre die jetzt mal ein. Ja, ich fahre die jetzt mal ein. So, so fahre ich die ein. Ja, was mache ich hier? Die Beläge werden ganz einfach nur nass gemacht und du reibst dann die Beläge aneinander, die Belagschicht, mit ein bisschen Wasser und mit der Zeit löst sich die oberste Schicht quasi. Du hast dann auch schöne schwarze Finger. Ja, das machst du ein bisschen, bis du denkst, ach, geht. Ich mache es in schönen kreisenden Bewegungen. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit, deswegen weiß ich nicht so richtig wie lange, aber ich denke mir, man merkt das auch so ein bisschen am Gefühl. Ich denke, hier ist jetzt der Punkt gekommen, da kann ich mal aufhören. Dann spüle ich die einfach ab, kann sie jetzt trocken putzen, kann sie trocken blasen, kann sie einfach nur trocknen lassen. Wer will, kann dann auch noch mit Isopropanol oder sonst was reinigen. Ja, und diese kleinen Schätzkens, die funktionieren also tadellos. Ich habe es bisher nur an einer Bremse probiert gehabt. Mal gucken, jetzt werden alle mal gemacht und ausgetauscht für Belgien. Aber ich denke mir, das solltet ihr mal probieren. Wie gesagt, der Tipp kommt von Christian Lang. Der hat einiges mir schon gesagt und gemacht und Tipps gegeben. Und bisher bin ich da immer gut mitgefahren. Wer es kennt, kann ja mal einen Kommentar hinterlassen, ob es gut funktioniert. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich baue die jetzt mal ein. Am Donnerstag geht's los. Und dann schauen wir mal, wie sie funktionieren. Das ist übrigens ganz cool, wenn du die als Ersatz in der Tasche hast, schon fertig eingeschliffen, dann kannst du die einfach aus der Tasche nehmen und den nächsten Trail ballern. Also, bis denne.